Ja, ich bin Thomas Greven, der neue Projektleiter beim Eurogress für den Bandplatz und damit eben auch für den Öscherband verantwortlich. Mein Name ist Peter Losen, ich bin Schausteller vom Band, Schausteller aus Aachen, stehe hier mit dem Autoscooter und mit einem Gastronomiebetrieb und bin ab dieses Jahr Ehrenvorsitzender des Schaustellerverbands 1898 e.V. Aachen. Also haben Sie das Zepter abgegeben? Ja, das kann man so sagen. Nach 30 Jahren habe ich gedacht, es wird Zeit, dass die Jugend rankommt. Es wird Zeit, dass die Jugend mit einem neuen Objektleiter zurechtkommt, sich findet und den Band weiter plant, auch mit dem Veranstalter. Nicht nur mit dem Objektleiter, sondern auch mit dem Veranstalter. Und ich fand es an der Zeit, nach 30 Jahren zu sagen, so, jetzt müssen die anderen mal ran. Wie sind Sie jetzt zu Ihrem neuen Posten gekommen? Naja, ich habe tatsächlich zum Jahreswechsel die Stelle im Eurogress begonnen. Vorher auch 10 Jahre selbstständig in der Eventbranche gearbeitet, habe eine Agentur betrieben und ja, bin jetzt dann quasi durch die Corona-Zeit dann im Eurogress angekommen. Sind Sie selber auch Kirmesfreund? Ja, natürlich. Ja, also ich glaube, wenn man eine Kirmes veranstaltet, dann muss man auch ein Stück weit Kirmes-Fan sein und das bin ich schon seit meinem Kindesalter eigentlich. Ich mag auch Freizeitparks sehr gerne, deswegen macht es mir auch ganz große Freude. Tatsächlich, ja. Was umfasst Ihre Aufgaben? Also ich bin quasi der Projektleiter beim Veranstalter. Bedeutet, ich plane von der Auswahl der Fahrgeschäfte bis hin zur Infrastruktur. Den üblichen Planungsprozess bei einer Großveranstaltung liegt auf meinem Schreibtisch tatsächlich. Ist das so eine Art Platzmeister? Genau, richtig, ja, letztendlich. Ja, ein anderer Begriff, bei uns heißt eben Projektleiter, andererorts heißt Marktmeister, Platzmeister, genau. Ja, dann fragen wir mal den Herrn Losen, warum heißt das hier eigentlich Band und nicht Kirmes? Ja, das ist, heißt ja Öscherband Kirmes. Der Band ist im Volksbund eine Wiese vor den Toren der Stadt. Eine Wiese in den Bänden. In vielen Städten gibt es die Bände, die Telebänden und die Band. Und vor Jahren ist die Bandkirmes ausgelagert worden auf dem Öscherband. Und dann hat der Aachener das denn zum Volksbund gemacht. Der Band ist ob. Dann ist hier der Band, im Öscherblatt gesagt. Auf einer Wiese vor den Toren der Stadt. Und das ist ja hier so ein eingezäuntes Gelände. Ist das eigentlich so eine Art Messegelände hier? Ja, genau, so kann man es sehen. Ne? Also neben dem Öscher Band, der ja zweimal im Jahr stattfindet, vermieten wir den Platz natürlich. Wir haben den Weihnachtszirkus häufig hier. Wir haben andere Veranstaltungen, zum Beispiel die Bonding, das ist so eine Kontaktmesse von der Universität, die hier stattfindet. Und ja, ganz viele andere Veranstaltungen. Ja, zum Herrn Losen, ist das nicht ein bisschen komisch jetzt für Sie, dass Sie jetzt nicht mal hier die Zepter in der Hand haben? Nein, 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 das ist nicht komisch. Das ist richtig so. Ich bereue es auch nicht. Ich habe mit meinen Freunden gesprochen, Privatfreunde und auch Schaustellerfreunden. Ich habe mich hier mit dem Veranstalter unterhalten, mit dem Eurogress, mit vielen Leuten aus der Stadt, die ich kenne. Das ist korrekt, das ist richtig. Ein junger Mann, ein junges Blut muss da rein und Herr Greven ist auch neu in diesem Amt als Objektleiter. Und auch die Katja macht das. Das ist ein Aachener Mädchen, die Katja Mills. Die ist hier zur Schule gegangen, auf der Stiftstraße in Aachen geboren und aufgewachsen. Und das ist geht. Wir sind ja nicht beim DFB, beim Deutschen Fußballbund, dass man aus der Welt ist. Ich bleibe ja hier auf diesem Platz mit meinen Unternehmungen stehen. Oder ich möchte gerne hier weiterhin stehen bleiben. Ich kann Tipps geben. Ich höre viel, wenn ich durch die Stadt gehe. Ich kenne ja viele Menschen hier, bei meiner Familie. Das ist richtig. Und jeder einer, der mir sagt, dass man etwas klammern muss und klemmen muss, das ist verkehrt. 60 Mal habe ich den Band eröffnet. Und morgen macht es eben die Katja und der Herr Greven. Das ist so. Das finde ich gut und ich bin auch nicht wehmütig. Wenn ich an den Band denke, dann kommt mir direkt die Schaustellerfamilie Losen in den Sinn. Können Sie uns was darüber sagen, wie Sie hier verankert sind in dieser Stadt? Ja, wir sind aus Aachen, aus der Stadt Aachen sind wir. Und wir sind immer auf den Bänden in unseren Autoscooteranlagen gewesen. Wir haben jetzt den 8. Autoscooter letztes Jahr bekommen. Nicht den 8. dabei, sondern das 8. Modell von einem Autoscooter bekommen. Wir waren immer hier, meine Eltern oder meine Urgroßeltern, die Eltern von Urgroßeltern von Katja, die Firma Geiser und die Firma Gormans hatten früher vor dem Ersten Weltkrieg ein Tourneeunternehmen mit dem Namen Vergnügungspark Rheinland. Damit fuhren die hier mit Schaukel, mit Karussellchen, mit Buden, dingelten die hier durch das Land. Auch auf die Diona-Anna-Kirmes sind wir gefahren. Aber weiter konnte man früher nicht mehr fahren, weil es war ja einfach mit den Transporten nicht machbar. Stolberg, Eschweiler, Alsdorf, hier in Aachen viele Kirmesveranstaltungen wie Eilendorf,
Büsbach, Brand. Und aus diesem 1928 gewachsenen Bandplatz, wir haben ja noch die ersten Bilder im Schaustellerbüro vom ersten Band hier auf dem Platz von 1928, dann kamen auf einmal die großen Karussells auf dem Band. Von Hamburg ein Karussell, das hieß der WIP. Das war so ein Ding, da konnte man sich dran ziehen. Konnte mir aber auch keiner von Hamburg erklären. Dann eine große Achterbahn von Hannover, die Gebirgsachterbahn von der Firma Korpengießer, meine ich. Und noch zwei andere großen Geschäfte. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, meine Vorfahren haben denn mit diesen kleinen Karussells da gestanden und die ganzen Leute sind auf diese großen Attraktionen gegangen. Und dann hat der Urgroßvater auf einmal mit seinen drei Cousins gesagt, das können wir nicht machen. Die nehmen uns ja jetzt hier Butter vom Brot weg. Und dann hat der eine sich ein großes Autoscooter gekauft, drei Cousins zusammen. Den haben die bestellt in Gotha bei der Firma Fritz Botmann. Und die Schaukel ist weggegangen. Dafür ist eine große Raupenbahn gekommen von der Firma Geiser, dass die auch sich behaupten konnten. Eines Tages wollte man nicht mehr Schaukel fahren, wollte man nicht mehr Pferdekarussell fahren. Das ist erst wieder später gewachsen im Nostalgietrend, dass man da wieder auf die wir haben Bilder, da waren bis am Bonn-Tor eine Schlange, um in diesen Platz zu kommen, weil jene Achterbahn. Das war eine Weltsensation. Der Mann ist ja aufgefahren mit 20, 30 Wagen. Ohne Kran hat er aufgebaut. Wie die aufgemacht hat, ist ganz Aachen hier angetanzt. Aber das konnte man ja nur auf diesen großen Kirmesplätzen. Das konnte man ja nicht mehr in der Innenstadt machen. Also war dann die Zeit gekommen, dass man aus der Stadt rausging und eine Anlage und so einen Platz hier dann eingerichtet hat für auch die großen Karussells. Ja, hier heißt das ja Band und das ist ja eine Kirmes und die Aachener, die mögen das ja hier. Wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass das hier so beliebt ist in Aachen? Ja, okay. Ich sag mal, der Band ist im mittleren Segment der Veranstaltungen. Also es ist nicht zu vergleichen wie Stuttgart, wie Pützchen, wo in 4 Tagen 1 Million Menschen hinkommen. Aber der Band hat immer davon profitiert, dass wir hier in der Oregio leben, dass viele Leute aus Holland und Belgien uns besuchen auf dem Band. Und deswegen ist es für uns auch existenziell wichtig, dass wir Parkplätze haben, weil mehr wie die Hälfte unserer Besucher kommt aus dem Umland. Und man muss wirklich sagen, im Umland sind mittlerweile wenig Kirmesveranstaltungen. Die sind alle zugrunde gegangen. In Stolberg ist keine Kirmesveranstaltung mehr. In Eschweiler ist, ja, da ist jetzt wieder was. Aber Alsdorf und Würselen. Und deswegen ist das, wir wollen es auch ein kleines bisschen umnennen, der Band ist die Kirmes in der Oregio. Das heißt, Holländer kommen und Holländer sind sehr gutes Kirmespublikum und Belgier auch. So, mal eine Frage an den neuen Platzmeister. Können Sie uns was hier zur Veranstaltung sagen, zu den Öffnungszeiten, Spieltagen und so weiter? Wir haben ab dem 8. April bis zum 24. täglich ab 14 Uhr geöffnet. Reguläre Schließzeit ist 0 Uhr. Der Band ist ja hier eingezäunt und hat halt zum Vorteil, dass hier alles gut überwacht werden kann. Ja, richtig. Also wir legen viel Wert auf Sicherheit auf jeden Fall. Es gibt ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept, das wir ja als Großveranstaltung ja auch durchführen müssen. Wir haben Ordnungsdienst an den Eingängen, die natürlich gut kontrollieren, den Einlass überwachen. Also man kann sich getrost sicher fühlen, wenn man nach hier kommt. Ich denke, das haben wir immer ganz gut im Griff. Das hat einen Grund, warum ich frage, weil manche Leute haben halt Sicherheitsbedenken, aber ich denke mal, hier ist eine schöne, ruhige Veranstaltung. Genau, ja. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ich denke, Herr Losen, sehen Sie. Nein, das ist ganz klar. Das sind wir auch, da haben wir auch hingearbeitet, Herr Greven. Ich kann eine kleine Geschichte wieder erzählen, wie die Tore zugemacht worden sind vor einigen Jahren. Und man hat Einlasskontrolle gemacht, habe ich auch gedacht, jetzt geht die Welt unter. Aber es hat sich im Endeffekt, hat es sich bezahlt gemacht. Sicher soll man sich fühlen. Und das ist doch, glaube ich, so, dass das auch anerkannt wird von unserem Publikum.
Ja, da kann man auch noch mal erwähnen. Also wir haben jetzt in diesem Jahr das Konzept Luisa ist hier das erste Mal umgesetzt. Also es ist ein Konzept von Frauennotruf Münster, wo eben Personen, die sich bedrängt fühlen, die sich unsicher fühlen, Mitarbeiter des Roten Kreuzes, des Ordnungsdienstes ansprechen können und können nach Luisa fragen, um dann diskret und anonym in einen sicheren Ort geschafft werden. Und das ist natürlich auch noch mal ein Konzept, das das Sicherheitsgefühl auf jeden Fall stärken wird, denke ich. So, jetzt noch eine Frage an Herrn Loosen. Wir stehen ja hier vor einer wunderbaren Kirmesorgel. Können Sie uns was dazu sagen? Ja, das ist die Familienorgel von 1911 der Familie Loosen. Sie hat früher an einem Autoscooter gestanden und die habe ich wieder zurückerworben aus Holland von einem Schausteller. Der hatte keinen Anlass dafür. Er war alt und dann hat er gesagt, Peter, es wäre schön, wenn du mir die Orgel abkaufen würdest. Dann ist sie wieder da, wo sie früher war. Und dann habe ich mir das mit meiner Frau überlegt und ich war froh, dass ich die denn wieder zurückkaufen durfte. Ich darf da auch einen Namen erwähnen, der da auch maßgeblich dran beteiligt war. Mein väterlicher Freund Jan Hufnagel, der ist auch Orgelsammler und der hat dafür gesorgt, dass ich die Orgel kaufen konnte. Und dann habe ich die gekauft. Wir brauchten nicht restauriert zu werden, sie war genauso, wie sie jetzt ist. Ich habe noch ein paar Notenkästen dabei gemacht und den Wagen jetzt vom Lume gekauft, von Mario, den kennst du ja auch. Und eingebaut und wenn eine Öffnung ist in der Eifel oder wenn Öffnung ist hier, dann lasse ich sie spielen. Ich stelle sie nicht mehr alle Tage hier hin, weil im Frühjahr ist sie mal verletzt worden durch Schlagregen, war sie ganz nass und dann ging das Holz auseinander. Das habe ich jetzt nicht mehr gemacht, am Samstag zur Öffnung zwei Liedchen und dann fahre ich sie wieder nach Hause. Und auf vielen kleinen Kirmesplätzen nehme ich sie auch mit und dann fahren wir schon mal zu Geburtstagen dahin mit der Orgel und zur Feier von Vereinen. Sie wird gebucht, kann auch gebucht werden und ich fahre mit meinem Sohn oder Peter fährt allein hin. Jetzt war sie in Bochum bei Albert Ritter und bei der Historischen Gesellschaft. In der Jahrhunderthalle hat sie auch gespielt und ich bin froh, dass wir sie haben. Sie wird auch nicht verkauft. Sie bleibt in Familienbesitz. Sie geht nicht weg. Ja, dann wünsche ich Ihnen, Herr Loosen, alles Gute. Und Sie sind ja nicht weg vom Platz hier. Sondern sie bleiben uns ja mit ihren tollen Geschäften erhalten und bewegen sich dann auch noch wahrscheinlich im Hintergrund ein bisschen hier im Schaustellerverband. Ne? Die Jugend ist ja hier und ich übergebe da das Zepter. Ich bleibe immer da und ich bin auch immer mit für den Band. Und das war's dann eben. Es ist nur noch so viel und das möchte ich jetzt genießen. Ja, hallo, mein Name ist Katja Milz. Und seit dieses Jahr bin ich die neue erste Vorsitzende vom Aachener Schaustellerverein. Hallo, mein Name ist Peter Loosen und ich bin der neue Schriftführer des Schaustellerverbands. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Max Koken und ich bin zweiter Vorsitzender vom Aachener Schaustellerverband. So, und sollen wir mal über den Platz gehen? Ja, los. Ja, Katja, im Hintergrund sehen wir eine eurer Hauptattraktionen. Ja, das ist die Bahn Feuer und Eis. Ich finde, das ist eine wunderbare Familienachterbahn. Die hat eine Schienenlänge von 280 Metern. Die wird 45 Stundenkilometer schnell. Und der Hersteller dieser Achterbahn ist die Firma Mack. Ja, und wir befinden uns hier im ganz tollen Laufgeschäft. Ja, genau. Das ist das Après-Ski-Party von der Firma Fackler. Das war letztes Jahr im Skyline Park und ist jetzt wieder auf der Reise. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass es hier zu Gast in Aachen jetzt ist. Und das ist ja so ein alter, umgebauter Musikexpress, nicht wahr? Genau, wie man hier sieht, stehen wir in einer alten Musikexpresshalle. Die wurde sehr gut von der Firma Dietz Fahrzeugbau umgebaut zu einem Laufgeschäft. Ja, und hier gibt es jede Menge Spaßelemente und am besten probieren die Leute das mal selber aus, oder? So sieht's aus, ja. Ja, besonders ins Auge gefallen, wo ich mich gerade übrigens auch selber sehe, ich wink mal gerade, ist hier das Spiegellabyrinth, was sich dreht, ne? Genau. Und das ist ein Eyecatcher, ne? Oh, definitiv und ich denke auch einzigartig und macht auf jeden Fall viel her. Ich bin der Rolf Lenzen. Wie du siehst, stehen wir vor unserem Kinderautoscooter, der eigentlich schon ein Klassiker ist, aber jetzt wieder von Kopf bis Fuß neu renoviert worden. Man kann die 2:0 auch ablesen im Komet. Da ist ein großer Bericht drin geschrieben worden. Ihr seht die Hydraulikstütze neu. Es werden noch Kleinigkeiten nachgearbeitet. Rückwandplan ist neu. Wir sind wieder voll vorne und freuen uns wieder auf deutsche Volksfeste zu sein. Ja, und besonders fällt mir ins Auge eine neue Bemalung oben. Ja, die ist komplett neu. Nicht nur die Bemalung. Auch die Aufsätze, das Licht. Und welche Firmen waren jetzt beteiligt beim Umbau? Du siehst das hier. Das ist die Firma Gloria. Fahrzeugbau Birrewitz
aus Grevenbruich. Die Front hat gemacht die Firma Henke. Und das Licht haben wir selber gemacht. Verkabelung, Lampen reingemacht und so weiter. Wir haben neue Oberleitung, neues Netz, ist alles neu, neue Säulenverkleidung. Wir wollen jetzt hoffen, dass wir jetzt wieder durchstarten können und ohne Probleme in der Zukunft gucken können. Das ist praktisch deine Premiere jetzt hier. Wir sind hier auf dem Öscher Bend, das ist ein Bendplatz, da bin nicht nur ich, da sind viele Leute aufgewachsen. Ich bin hier aufgewachsen, meine Kinder sind hier aufgewachsen und sind natürlich auch jetzt Ostern wieder dabei. Ja, Peter, auf einer guten Kirmes dürfen natürlich die kirmestypischen Spezialitäten nicht fehlen. Und im Hintergrund sehen wir schon gebrannte Mandeln. Genau, hier stehen wir vor dem Mandelwagen von der Frau Gehlen, die schon ewig hier steht. Solange ich lebe, kenne ich diesen Mandelstand, den pinken Mandelstand auf dem Öscher Bend. Und hier gibt es sämtliche Leckereien und freuen sich natürlich, dass ihr die essen könnt, probieren könnt. Ja, hi, mein Name ist David Luxem. Ich bin Juniorchef hier an der Achterbahn Crazy Jungle. Und die ist 28 Meter lang, 12 Meter tief. Haben wir jetzt knapp 10 Jahre, müsste jetzt die 9. Saison sein, ja. Über 2 Etagen, ja, und mittlerweile kann sich ganz gut sehen lassen. Wer ist eigentlich der Hersteller von der Achterbahn? SBF Visa aus Italien. Ja, die stellen ja inzwischen schon einiges her, ne? Genau, wir kriegen auch jetzt noch eine Kinderachterbahn, die ist gerade im Bau, die ist vom selben Hersteller. Ich bin Herr Deinert, bin gehört dieser X-Faktor. Diese Schaukel wird gut angenommen hier in Aachen, bin ich auch sehr zufrieden mit. Ist Highlight mit auf der Kirmes. Ja, und den Laden hast du ja schon länger und der kommt ja überall gut an, ne? Kann man so sagen, wirklich, kommt überall ganz gut an. Die Herstellerfirma ist ja KMG aus den Niederlanden. Ja. Und das Modell heißt Freakout, ne? Ja, den Namen haben sie so gegeben, Freakout. Aber wir haben den X-Faktor genannt. Sag mal, Franz, wie lange dauert das eigentlich hier, euer Geschäft aufzubauen? Ich sag mal, wir können das schnell aufbauen, in 4-5 Stunden. Gut, aber man ist immer einen Tag, anderthalb Tag dran. Und das funkelt ja alles, ihr legt viel Wert auf Wartung und so weiter. Ne? Ja, du, das ist klar, das müssen wir ja auch. Ja. Wir hatten jetzt noch im letzten Platz in Recklinghausen, war noch KMG da und hatten noch Service gemacht. Das ist wie beim Auto. Bei uns steht dann auf dem Fahrpult Service machen und da muss die Firma KMG raus und macht das. Ja, und im Hintergrund sehen wir auch noch eins eurer Highlights hier. Ne? Ja, genau, wir stehen hier vor dem Extreme, wird von den Besuchern auch gerne Propeller genannt. Der ist 42 Meter hoch, 120 Stundenkilometer schnell und man sollte schon möglichst schwindelfrei sein, wenn man drauf geht, ne? Ja, und hier sehen wir ein wunderbares Geschäft von der Familie Dresen aus Mönchengladbach. Richtig, das ist die Neuerwerbung von der Familie Dresen, erstmals tatsächlich hier in Aachen. Ja, kannst du uns was zum Beachjumper sagen? Wer ist der Hersteller? Ja, der Hersteller ist SBF Visa aus Italien und das Geschäft hat 14 Gondeln, die hoch und runter springen, so wie der Name Beachjumper auch schon sagt. Ja, und hier am Geschäft gibt es eine Besonderheit, und zwar das Becherspiel. Ja, richtig. So wie ich gehört habe, gibt es hier ein Becherspiel, wo jeder einen Becher voll Wasser bekommt. Und wer am Ende der Fahrt noch am meisten Wasser in dem Becher hat, gewinnt eine Freifahrt. Ja, und meines Erachtens ist das ein wunderbares Geschäft. Ist auch was fürs Auge, ne? Definitiv. Und da bekommt man direkt so Sommergefühle, ne? Oder? Ja, das ist sehr gut umgesetzt hier, ja. Ja, hallo, ich bin der Ralf Sturm vom Chris Halverlass, der Junior. Ja, und das ist ja ein wunderbares Laufgeschäft. Und kannst du was dazu sagen? Ja, das ist ein Glasiergarten, reiner Glasiergarten. Ist Baujahr 54, 1957. Wer hat den Laden gebaut? Das ist Eigenbau. Mein Uropa hat den damals selber gebaut. Der hat den in England gesehen. Ein Glasiergarten hat er in England gesehen und hat sich gedacht, sowas brauchen wir in Deutschland auch. Und dann hat er den angefangen zu bauen und das war der erste in Deutschland. Ja, hallo, ich bin die Fabian Fiebus. Wir betreiben dieses Jahr den Hexenhof auf dem Öscher Bend. Und wir werden jeden Freitag und Samstag hier ein Bühnenprogramm haben mit Aachener Künstlern und viel Musik. Und ich glaube, ihr habt auch eine Facebook-Seite, wo man dann genau nachschauen kann, wer hier gerade auftritt, ne? Genau, also in Facebook und Instagram auf unseren sozialen Medien kann man unser Bühnenprogramm genau sehen mit Fotos und den Uhrzeiten und den Daten. Und wie ist der Name von der Seite? Hexenhof-Aachen. Und ihr habt ja hier ein reichhaltiges Angebot an Spirituosen und was wird hier alles geboten? Also wir haben einmal eine Cocktailbar bei uns, dann haben wir natürlich alkoholfreie Getränke, so wie Bier. Aber was wir dieses Jahr neu haben, wir haben nämlich einen Öscher Treff und dort gibt es 8 verschiedene Biere aus Aachen und die halt auch in Aachen hergestellt werden.
Und der Öscher-Treff ist aber extra und nicht der Hexenhof hier. Genau, der Öscher-Treff ist quasi auf unserem Hexenhof-Gelände. Der ist an der Ecke da vorne, so ein kleiner schwarzer Öscher-Treff-Stand, genau. Ja, und ihr seid ja schon ganz schön lange vertreten hier auf dem Öscher-Band. Wie lange schon? Seit über 30 Jahren sind wir auf dem Öscher-Band vertreten. Der absolute Wahnsinn. Also ein alter Bestandteil, kann man schon sagen. Genau. Und bei euch wird richtig gefeiert. Hier geht der Punk ab. Ab 19 Uhr, glaube ich, genau, immer abends. Genau, ab 19 Uhr haben wir hier das Bühnenprogramm und dann kann man hier schön Party machen. So, und jetzt sind wir in deinem Zuhause. Ja, genau. Wir sind jetzt hier an der Beachparty. An unserem Musikexpress. Ja, das Schöne an dem Geschäft ist natürlich, dass hier jede Generation mitfahren kann. Von ganz klein, dann kommen wir auf Jugendlich, dann kommen wir auf Mama, Papa, Oma, Opa. Hier kann alles mitfahren. Ne? Das ist halt die Besonderheit an dem Geschäft. Das gibt's schon lange. Mein Vater hat es damals gekauft, 1984. Da war das Geschäft schon 2 Jahre alt, im Vorbesitz vom Herrn Friedel Koch. Dann haben wir das übernommen, beziehungsweise mein Vater. Und seit 2 Jahren habe ich das übernommen. Wer ist eigentlich der Hersteller von eurem Geschäft hier? Der Hersteller von dem Geschäft hier ist die Firma Cosmont aus Italien. Und wie lange dauert der Auf- und Abbau? Das kommt drauf an, wie viele Leute wir haben. Also es ist möglich, den an einem Tag aufzubauen, wenn man sehr gute Leute hat. Das ist natürlich mittlerweile leider nicht mehr oft der Fall. Das Personal wechselt sehr oft und wenn du Leute hast, die von nichts eine Ahnung haben, dauert es dann halt schon mal länger. Wir sind immer froh, wenn wir 3 bis 4 Tage zum Aufbauen haben. Bezieht natürlich das Lichtwechsel mit ein, das sauber machen. Das ist nicht nur der reine Aufbau, es ist komplett fertig machen. Wie sieht eigentlich so ein Arbeitstag bei Ihnen aus? Bei mir persönlich oder ja, hier beim Aufbau? Bei Ihnen persönlich. Wie sieht der aus? Ich habe eine kleine Tochter, ich stehe morgens auf, fahre sie zur Schule. Mach zwischendurch Erledigungen, kauf ein, dann fahr ich nach Hause, mach sauber, bereite das Mittagessen vor, dann gucke ich auf die Uhr, dann fahre ich wieder zurück, meine Tochter von der Schule abholen und fahre dann wieder zur Veranstaltung zurück, dann gibt es Mittagessen und dann wird aufgemacht und dann bin ich den ganzen Tag in der Kasse. Also ist ja im Prinzip so als Schaustellerin so ein Rund-um-die-Uhr-Job, ne? Ja, kann man so sagen. Aber Sie sind glücklich damit, ne? Ich kenn's nicht anders. Ich bin so groß geworden und ich möchte auch nicht tauschen. Du kannst dir auch nichts anderes vorstellen? Nicht wirklich, weil ich habe tatsächlich über Corona festen Standort gehabt mit einem Süßwagen. Das haben wir ausweichmöglich gemacht, weil es mit den Fahrgeschäften halt nicht so dolle war. Und also jeden Tag das Gleiche, die gleiche Stadt, der gleiche Ort. Also ist nicht so meins. So wie es ist, ist es für mich vollkommen okay. Ich kenne das so, ist für mich auch nicht zu viel. Und ich liebe mein Leben so, wie es ist. Ja, Peter, und hier ist dein Zuhause. Genau, hier sind wir bei mir zu Hause. Herzlich willkommen, Markus, in meinen eigenen 4 Wänden. Ja, und der Scooter ist ja ganz, ganz neu. Kannst du was darüber sagen? Genau, wir sind hier beim neuen Autoscooter von uns, der neueste im Moment auf dem Markt von der Firma Adesco. Wir haben eine Fahrbahnfläche von 13x26 Meter, verladen auf 2 Hänger und einen Packwagen dabei, weil wir so viel Lichtoptik haben und alles. Und genau, wir sind jetzt die 2. Saison draußen mit diesem Autoscooter. Ja, und ihr hattet ja früher einen Max-Scooter und jetzt einen Adesco. Und der ist ja viel, viel schneller aufgebaut, nicht wahr? Genau, ich habe jetzt hier auf dem Band aufgebaut am Mittwochmorgen und bin abends fertig gewesen. Und Abbau habe ich bis jetzt, mein schnellstes Abbau war 3,5 Stunden komplett aufgebaut. Braucht ihr da auch weniger Personal? Ja, weniger Personal, ja. Wenn ich schnell sein muss, brauche ich vielleicht genau die gleiche Zahl, aber ich habe nicht mehr so viel Knochenarbeit. Das ist nicht mehr dieser Knochenjob, alles auseinanderfahren. Das ist mehr Hydraulik und mit Seilzügen. Und da muss man nicht so viel schleppen. Wie werden denn hier die Platten verlegt? Genau, die Platten werden mit einem Bock, den kann ich dir leider nicht zeigen, der ist gerade demontiert, aber hier ist dann ein Bock auf der Bande. Und das ist immer eine Platte, die ist immer 13 mal 2 Meter. Bis hier, das ist eine Platte und die wird mit dem Plattenbock hochgehoben und in die Mitte auf die mittlerste Platte wieder abgelegt. Ich war ja auch damals oft bei der Lilly hier beim alten Scooter, bei der Lilly Losen, das ist deine Schwester. Genau. Und an dieser Stelle liebe Grüße. Genau, liebe Grüße an meine Schwester, die ist im Moment in Frankfurt auf der Dippelmesse und fährt jetzt nächste Woche nach Augsburg auf eine andere Kirmes. Ja, Harry, ihr seid ja hier noch mitten im Aufbau. Excalibur, 3. Platz. Für alle, die das Geschäft noch nicht kennen, kannst du uns in einem Satz mal sagen, was so Excalibur ist? Excalibur ist eine ganz besondere XXL-Schaukel der besonderen Art, den neuesten Stand der Technik, auf den neuesten Stand dem Design. Wir haben ein besonderes Thema, dieses Excalibur-Thema. Es ist das Karussell, ist abends sehenswert, tagsüber sehenswert, es macht Spaß, es macht gute Laune. Ja.
Wie hoch schaukelt man da? 45 Meter. Ist ein Karussell für die ganze Familie. Jeder kann dabei sein, jeder kann mitmachen. Es macht riesen Spaß. Ab 1,40 Meter kann jeder einsteigen. Ja, und ich war eben beim Presserundgang dabei und du hast dann auch noch gesagt, dass das von außen schlimmer aussieht, als es ist, ne? Oder? Es ist richtig, ja. Es ist richtig. Es ist gar nicht so schlimm. Es macht eigentlich viel mehr Spaß. Manche haben ein bisschen mehr Respekt durch die Höhe und so. Ist ja auch alles ganz normal, legitim. Aber es ist ein absolutes Highlight für die ganze Familie. Und der Hersteller ist ja KMG aus den Niederlanden und aus Nede, ne? Richtig, ja, genau. Das ist die Karussellschmiede KMG aus Nede, genau. Und da würde ich sagen, wir sehen uns mal während der Spielzeit, ne, oder? Genau, große Freude, bist immer herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, ne? Ich sage auch Danke, wünsche noch einen schönen Tag. Was sehen wir hier? Das ist der Summer Balloon, das ist ein Kinderfahrgeschäft, das ich vor Corona im Winter gekauft habe, 2019. Und über die Zeitraum jetzt aufwendig renoviert habe, sodass jetzt man eigentlich sagen kann, dass 95% an dem Geschäft neu ist. Ja, und auf einer Kirmes sehr, sehr beliebt sind auch diese Trampoline, ne? Und da kann man sich anschnallen, durch die Luft fliegen und Spaß haben, ne? Genau, hier haben wir das Trampolin von der Familie Dahlhaus, die auch jahrelang schon auf der Kirmes dabei sind. Wie Spider-Man kann man hier durch die Gegend fliegen und Saltos, Rückwärtssaltos, Vorwärtssaltos, alles machen. Da sind keine Grenzen gesetzt. Außer beim Kirmes-Markus, der ist da ein bisschen zu kräftig dafür, ne, oder? Müssen wir eigentlich mal fragen, ist der Kirmes-Markus zu kräftig dafür oder kannst du den nicht auch mal fliegen lassen? Leider zu gut gebaut. Ja, und die Fischfreunde, die kommen ja auch voll auf ihre Kosten. Und hier haben wir die Original-Backfischrutsche, ne? Genau, von der Familie Langenberg, die kommt auch schon ein paar Jahre hier hin. Die ist hier immer sehr zufrieden, hat hier auch ihre Stammkundschaft schon. Sag mal, ist das wirklich so, dass der Backfisch da runterrutscht? Die Treppe hoch ist ein Raum, da ist die Fritteuse. Da frittieren die das, dass die Leute das auch sehen können. Und dann rutscht der Backfisch über eine Rutsche unten in den Verkaufsstand rein. Das ist ja wie so eine Achterbahn, ne? Wenn man so will, genau. Achterbahn für den Backfisch. Genau. Coole Sache und lass uns mal weitergehen. Genau, machen wir. Gerne. Ja, Peter, das haben wir ja beinahe vergessen. Ihr habt ja noch ein wunderbares Riesenrad hier. Ja, mein Name ist Sven Pavlovitz. Ich bin der Betriebsleiter der Firma Göbel Worms GmbH aus Worms. Wer ist der Hersteller von dem Riesenrad? Nauta Bussing. Wie hoch ist das Riesenrad? 45 Meter. Ja, und was sehen wir hier? Ja, hallo erstmal Leute. Wir sind hier am Motocross vom Marlon Fuhrmann. Ein paar Daten. Der Wagen ist ausgeklappt, 12 Meter lang. Ja, die Front haben wir selber angefertigt auch. Also alles, was ihr seht, ist wirklich alles selber gemacht. Ja, und Samstag freuen wir uns auf euren Besuch und hoffentlich kommt da reichlich Spiel. Moment, hier gibt es ja noch Besonderheiten. Ihr habt ja hier nicht die klassischen Pferdchen oder Kamele, sondern ich sehe hier Motorräder. Oh. Ja genau, wir haben Motorräder. Die haben wir auch alle so anfertigen lassen, dass die auch richtig laufen und auf der Bahn richtig gleiten. Ne, damit wirklich für alle hier die gleichen Chancen bestehen und auch jeder hier gewinnen kann. Ne? Sag mal, habt ihr schon immer hier die Motorräder oder ist das jetzt neu? Wir haben hier jetzt schon seit über 30 Jahren immer dieselben Motorräder. Die werden halt jedes Mal erneuert und auch wirklich daran gearbeitet. Ne? Und du arbeitest hier? Und ich bin hier, ja, genau. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen rekommandieren kurz hier der Motorrad, hier die drei oder irgendwie so irgendwas Cooles? Ja. Ja, die 3 in der Spitze, das 2 zieht nach, die 5, die 6, die 7, die 8. Wer macht es, wer packt es, wer wird hier der glückliche Gewinner? Kommt gerne vorbei, wir warten auf euren Besuch. Ja, und wir stehen hier vor World of Fantasy und der Schleife von Harry Bruch und dem auch hier das Excalibur gehört. Und ist ja auch ein sehr, sehr schönes Kindergeschäft hier, sehr schön thematisiert und einfach klasse, oder? Natürlich ist das eine sehr, sehr schöne Schleife, wie wir hier sehen. Alles picobello sauber. Wirklich, hier haben viele Kinder Platz zu fahren. Ja, Markus, ich bin die Janine Liebe, die Frau von Alexander Jansen. Wir sind hier mit unserer Mama Caramba. Das ist ein Hopser. Den haben wir letztes Jahr übernommen von den Herrn Lechner. Und diesen Winter komplett neu gestaltet, von Grund auf. Ja, und das Beste kommt zum Schluss, denn ihr seid noch nicht da, ne? Nein, wir sind da und doch nicht da. Der Wohnwagen ist schon hier seit letzter Woche. Die Transporte kommen heute Abend. Aber wir haben noch 2 Tage Zeit zum Aufbauen und das macht der Alexander mit links.
Sag mal, was ist denn das für ein Thema, Mamba Karamba? Das hört sich interessant an. Ja, das ist ein sehr tolles Thema. Und zwar handelt es sich um eine Voodoo-Zauberin. Die verhext unsere Fahrgäste und führt ihr Ritual durch. Sag mal, bist du vielleicht die Mamba Karamba? Ja, das kann man so sagen. Ich habe die sozusagen erfunden und die hat sehr viel Temperament, genauso wie ich. Ja, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns, wenn es losgeht, ne? Ja. Ja, und auch den Usher Band gibt es auch noch eine tolle Geisterbahn, und zwar Haunted Castle vom Hersteller Barbizon aus Italien. Eine 2-Etagen-Geisterbahn vom Schausteller Lütjens aus den Niederlanden. So, Kim und Markus, hier schließt sich unsere schöne Runde, die wir heute gedreht haben. Hier wird der letzte Plüsch noch reingemacht. Hier sind wir beim Ardennengrill. Hier werden unsere Leckereien angeboten beim Kaiser Karl auch. Alles vegetarisch oder Wurst. Alles, was das Herz begehrt, gibt es bei uns hier. Und hier sind wir natürlich noch bei meiner Oma am Ausschank, wo sie sich noch einen schönen Absacker holen können. Und ich wünsche euch natürlich auch schöne Ostertage auf dem Öscherbend. Ja, also kommen Sie auf jeden Fall vorbei ab dem 8.4. zum Öscherbend. Am Samstag geht's los. Sie können ganz viele tolle Dinge erleben, viele Aktionstage. Es lohnt sich, kommen Sie vorbei.